Hier ist alles richtig piratenmäßig. Hier ist es aber nicht verflucht, oder? Oder? Eine Frage. Warum sollte ich Gold stehlen? Naja, schauen wir mal. Hi, mein Name ist Jenny, aka Jace Bay, und die Crew von Sea of Thieves hat mich darum gebeten, einige Kommentare vorzulesen, die ihr so im Netz verbreitet habt. Der erste Kommentar ist von Seeschlange-563. Sea of Thieves wurde langweilig, nachdem ich alleine herumgesegelt bin und nichts zu tun hatte. Lol. Lockert du es aus, als hättest du gerade eine Trennung hinter dir und bist gerade auf einem langen, traurigen Segelturn. Mit trauriger Hintergrundmusik oder so. Aber das hast du gar nicht nötig. Geh zurück nach draußen, kämpfe, zum Beispiel gegen eine Flotte von Geisterschiffen. Oder entkomme einem Vulkan. Du musst doch nicht alleine auf See. Schnapp dir deine Crew und nimmst mit einem Kraken auf. Oder noch besser, lass einen von deinen Homies von einem Kraken fressen und lach ihn dabei aus. Sowas würde ich zum Beispiel tun. Oder zeig dem Megalodon, wer ja eigentlich der Stärkste auf See ist. Und sag danach sowas Cooles und Witziges wie Mega-Lol-Don. Wisst ihr so, war das überhaupt witzig? Was ist das denn? You're coming home with me. Also, der nächste Kommentar ist von seealgenkraut-123. Ich habe mich seit Ewigkeiten nicht mehr bei Sea of Thieves eingeloggt, weil ich alles schon gemacht habe, als das Game rauskam. Bro oder Sis, das ist 5 Jahre her. Vor 5 Jahren war ich in der 9. Klasse und habe mir überlegt, wie ich meiner Mutter verheimlichen kann, dass ich eine 5 in Mathe geschrieben habe. Und Mom, wenn du das siehst, das ist natürlich nur ein Scherz, ne? Es gibt ein halbes Jahrzehnt voller neuen Sachen. Zum Beispiel Tall Tales. 16 eigenständige Abenteuer, in die man allein schon Stunden investieren kann. Seefestungen, versunkene Königreiche und allgemein so viele coole Sachen, die man an verschiedenen Orten entdecken kann. Du hast angeblich schon alles erledigt? Ja? Hast du das? Das bezweifle ich. Ran an die Arbeit. Hallo? Nehm ich mit. Der nächste Kommentar ist vom Baumstamm 001. Sehr unkreativ. Hashtag SOT ist so langweilig, ATM. Kann ich mal einfach ein paar Schiffe bashen? Siehst du das? Das ist die Sanduhr des Schicksals. Drehst du sie einmal, bist du all in. Kein Wenn und Aber, kein Zurück und dreimal keine Gnade. Und vertrau mir, wenn du mich da draußen siehst, ist das dein Untergang. Okay, was können wir alles mitnehmen? Süß. Holz. Noch ein bisschen. Also, wir haben unsere Reise in Sea of Thieves gerade erst gestartet, aber wir haben noch so viel vor uns. Die Crew möchte sich einmal für 5 Jahre voller Seemannsgarn, Abenteuer, Schiffskämpfe und Schwertgefechte bedanken. Und nicht zu vergessen die Seemannslieder. Falls ihr noch nicht ins Game eingetaucht seid, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Schnappt euch eure Crew, füllt eure Krüge mit euren Besties und ab ins Abenteuer. Denn mal ehrlich, jeder will so ein cooler Pirat sein wie ich, oder? Oh, ist das schwer! Okay, bin raus. Spiele Sea of Thieves jetzt mit Xbox Game Pass. Das ist gar kein Ausgang. Peinlich. Bye.